Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Mr. und Mrs. Zett. Hallo willkommen Leute. Alle. Wie geht's euch? Vollmond. Vollmond. Ja, wir haben euch letztes Mal angekündigt, dass wir zu dem nächsten Fähnchen reisen wollen. Die Nummer 1126 hatten wir letztes Mal schon in dem Kasten eingestellt. Du kannst schon mal runtergehen und den Anker lösen, ja? Ich flitze. Wir haben hier die 1126 dran gemacht und wir sind noch 777 Meter entfernt. Wow. Wow. So, hast du den Anker los? Na, Mann, großes Schiff und so. Achtung, Anker fällt. Gut, wir verlassen diese kleine Insel. Ich gehe mal schnell ins Krähennest. Hat keiner gemerkt. Eieieiei. Der Anker wurde natürlich gelichtet. So. Achso. Ich komme zu dir. Damit wir du da keinen Mist baust. Hm. Der Hai. So. Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Wo bist du? Ich doch auch. Dreh dich um. Da bist du ja. Wir waren oben im Krähennest. Wir haben die kleine Insel noch kurz gesehen. Achso. Wie schön. Okay, so. Auf geht's. 720 Meter bei Sicht werden wir wieder da sein. So, 340 Meter noch, 330 Meter noch. Jetzt müsste ja, gleich was auftauchen. Die Sonne blendet. Die Sonne. So. Ah, wir haben einen schönen Sonnenaufgang. Einen ist das herrlichen schön. Sonnenaufgang. Perfekt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind irre gespannt, was uns da erwartet. Irgendwas wird uns erwarten. Ja. Also, sagt dieses komische Gerät. Piep, beim, piep, piep. Beim letzten Mal war es dieser Tower. Wer weiß, was es jetzt ist. Ja. Aber da ist nichts. Immer noch. Wie viel Meter auf. Noch? Gibt's wie viel Meter noch? Ich guck mal. 290. Hm. Ich glaube, ich muss mal mit dem Segel ein bisschen nach rechts ziehen. So. Dass wir da auch mal hinziehen. Mann, das kann doch nicht. Ich sehe nichts. Nee. Ich auch nicht. Kann auch ein Stück Geh doch mal ins Krähennest. Vielleicht siehst du oben was. Okay. Sehr gerne. Lügner. Neben dem guten Springen ist das meine Paradedisziplin. Und was sehen wir? Ja! Da! Ich sehe was! Rechts! Ja, ich sehe was. Aber das Berge sind oder so. Inselchen. Zwei Berge. Jo. Drei sehe ich. Vier. Ja, wir müssen auf jeden Fall weiter nach rechts. Unsere Spitze, wir fahren dran vorbei. Ich bin schon dabei. Ich steuere nee, schon da drauf ist mehr. Da ist mehr. Also, im Meer da ist noch mehr. Da ist ein Bogen irgendwo ein zu sehen. Ein Bogen, ja, sehe ich auch. Und da sind dahinter sind auch noch mehr Hügel. Steine, Felsen, irgend sowas. Das sind Klippen. Boah, das ist echt... Was ist das, was da auftaucht? Oder wird was größer? Da kommt noch was höher. Ja. Was ist das? Keine da links Ahnung. Ist ein Baum. Na, toll. Das ist ein... Ist ein Boot. Nein. Nee. Ja, ein Schiff. Ein Schiff? Ein Kreuzfahrtschiff oder ja, sowas. Ja, guck mal, da oben, da kann man die Antennen erkennen jetzt. Ja, ja, sicher, sicher. Ja. Wow. Das wow. Ist, da ist... die haben die einzigen Felsen im Meer gerammt, die es gibt. Idioten. Ein schönes Boot. Tun wir jetzt auch gleich. Und, was kriegen wir? Wellengang, super. Ist doch klar, bei den Klippen irgendwie müssen die doch gestrandet sein. Das ist doch perfekt. Halten wir direkt am Schiff? Oder hier an den Felsen? Ich guck, dass ich da rechts... Da rechts ist ein Eingang. Auf der linken Seite ist ein Eingang, glaube ich. Auf dem Schiff? Ich will von Nein. hinten drauf gehen. Nein, auf der linken Seite von den... Genau, da sind alles Klippen drumherum. Ich weiß nicht. Hm. Ihr seht, das ist... ja, wie soll ich denn da anlegen? Cool. Ich glaube, ich fahre einfach... Und das alles im diesigen Sonnenaufgang. Die haben hinten einen Pool auf dem Heck. Das ist ein richtiges Luxusschiff. Vielleicht können wir das ja freitickern und fahren demnächst damit rum. Ja,
wer es glaubt. Ah, vielleicht können wir da Motoren oder ein Ruder ausbauen, damit wir ein bisschen steuern können. Naja, irgendwas wird da wohl sein. Ich hoffe, wir sind keine Sachen verpassen. Nee, ich habe einen richtig genialen Blick da drauf. Cool, das... Genial. Ja, wir machen auch mal eine Kreuzfahrt, was ist denn? Hm. Okay, lass uns Kugel runter. Sonnencreme. Ach, die brauchen wir ja nicht. Ja, nee, hier ist ein richtiger Eingang, aber unser großes, kleines Floß passt da nicht rauf. Ich glaube, es wird nee. Ich will nur so nah wie möglich dran, dass du vielleicht nicht ins Wasser fliegst. Keine Chance hier bei den Felsen. Also ich denke, wir müssen da hinten rauf aufs Schiff, weil der Rest, da ist nicht viel. Das ist einfach... Ich glaube, auf der anderen Seite, aber hier... Kannst du den Anker machen? Nee, du bist ganz oben, ich ne? Bin, ich bin... Soll ich? Dann mach ich den Anker mal. Fallschirm, da ist hoch. Wird einem schlecht, wenn man da runterspringt. Ja, für die unten sieht das auch gut aus. Anker fällt. Super. Ja, schwimmen muss ich auf jeden Fall. Aber Harry und ich werden bestimmt noch Freunde, also von daher ist okay. Ich glaube nicht. So, dann sollen wir mal... Erstmal was trinken, Gelle? Gelle? Habe ich in der Tasche. Hast du in der Tasche. Wow, unsere Netze sind richtig schön voll geworden durch das hierher fahren. Boah, ist das cool. Ich freue mich auf den Ausflug. Wo laufe ich denn hin? Ich laufe voll falsch. Aufgeregt. Das Wasser jetzt ausgesoffen? Nein. Noch ein bisschen was für mich? Ja, habe ich. Perfekt. Perfekt. So, dann wollen wir mal gucken. Also wir haben uns übrigens hier diese Stirnlampen gemacht. Das kann ja nicht ohne Grund so sein. Wir sind auf alles vorbereitet. Ja, ja, auf alles. Auf alles. Ja, auf alles, was eventuell passieren kann. So, ach so, wir wollten da hin. Ah. Oh, da sind sie überall gegen geschrammt hier. Von unten. Das ist die andere Seite. Ja, hier kommst du drauf. Oh, Harry. Hallo Harry. Welcome back. Eine Tür, ne? Was? Eine Tür? Oder Eingang. Nur für autorisiertes Personal. Ja, super, rein da. Du gehst da überall rein, wo du nicht rein darfst, ne? Macht dann duster. Spaß. Neblig. Bist du hinter mir? Ja, setz mal deine Lampen auf. Also Lampe. Oh, hier ist ja noch hell. Schrott, ich habe Schrott gefunden, einen umgefallenen Stuhl. Boah, bist du hell. Du erschrickst ja die schlimmsten Viecher, die hier Dieselmotoren liegt. Hier liegt Schrott rum. Das ist fies, wenn du hinter mir mit der Lampe rumläufst. Eine Brechstange! Jo, habe ich. Und er nimmt, ja, genau. Notiz! Was? Ein Aufnahmegerät habe ich aufgenommen. Ein Aufnahmegerät. Ich glaube, hier müssen wir gut gucken, dass wir auch alles finden. Ja, ja, natürlich. Benutze eine Brechstange. Hier, diese Tür. Aber lass uns erstmal... Kann ihr den Stromkasten benutzen? Mach mal Licht an. Und nun? Ja, da ist Licht angegangen. Echt? Cool. Hier liegt eine Notiz oder so? Nein, sieht nur so aus. Die habe ich schon genommen. Boah, ist aber echt dunkel ohne Lampe. Finde ich nicht. Die Lampe stört nicht. Dann möchtest du mal die Brechstange benutzen? Komm, du darfst auch mal was machen. Guck, ob du das schaffst. Das macht war die dritte eine Person. Magische Brechstange, das musst du mir auch sagen, das funktioniert immer. Sowas mache ich gerne. Achtung, ich mache mal die Tür auf, bist du da? Ich habe lieber so meinen Schutz im Nacken. Hallo, wie ist es? Ich höre was. Ja. Eine Ratte. Einkriegst du. Die hat rohes Fleisch gegeben. Das war gleich auf dich zugesprungen. Hier ist eine Kiste. Ich habe was zu essen gefunden. Und? Wie alt ist das? Eine gebackene Kartoffel, keine Ahnung. Na du und deine Kartoffeln. Ich benötige einen Bolzenschneider. Hast du sowas in deinem Rucksack? Nein. Für diese Tür hier. Können wir noch nicht herstellen. Wahrscheinlich finden wir den. Hier liegt eine Kassette. Dann Hinweis. Für das Aufnahmegerät? Oder für unseren Kassettenrekorder, den wir schon auf unserem Schiff haben und der immer schön rumdüdelt. Ich habe eine Idee. Ja?
Ah, drück mal T, da steht das jetzt. Das Aufnahmegerät, gefundene Gegenstände. Ja, oh ja, stimmt. Aufnahmegerät, cool. Wasagatan, wer hat sich das ausgedacht? Okay. Ja, Schweden, ne? Oh, oh. Sag mir nichts gegen die lieben Schweden. Ah, ich habe nichts gegen die Schweden gesagt. Ich auch noch. Du hast gefragt, wer sie das ausgedacht und ich habe nur gesagt, wer das getan hat. Wo bist okay. du? Okay, also wir müssen hier definitiv nochmal zurück, um diesen Schloss. Ja, da ist noch ein verschlossener Schloss Spind. Zu knacken. Hier ist ein Staircase, also ein Treppenhaus. Bitte was? Benötigt einen blauen Schlüssel. Habe ich nicht. Wo bist du? Wo bist du? Ja, bist im du Flur. Schon rausgelaufen? Ja, natürlich. Ohne mich. Komme. Okay, also hier, wir müssen an den Anfang zurück. Merkt ihr mal, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Passt schon. Badezimmer. Badezimmer ist für dich, du musst immer Pipi machen. Ich mach die Tür hinter mir zu. Pipi, ich komme. Kann ich nicht aufmachen, ich muss. Hallo. Da ist ein roter Schlüssel. Den habe ich. Ein Handtuch, ein dreckiges. Ich kann hier nicht aufs Klo gehen. Du kannst die Dinger nicht, die Kabinen nicht öffnen. Ich muss mal. Das ist ein Programmierfehler. Du musst mal. Ja. Komme. Lampen. Eine Tür. Benutzen. Tür auf. Warum machst du die wieder zu? Magst du nicht da rein? Nö. Ich wollte sie öffnen. Boah, hier liegt aber viel rum. Hallo? Wo viel ist, gibt es auch viele Gefahren meistens. Kann ich dich nicht aufnehmen? So, Schrott und. Ein Gastank. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen möchte. Ich bin eher so für die Notizen und so zuständig. Noch ein Hinweis, noch ein Hinweis. Ich habe was gehört. Klang wie ein Huhn. Na. Ein Hinweis. Eine neue Notiz hinzugefügt. Okay. Der Herd geht nicht an. Und hier liegt sonst nichts mehr. Bist du schon okay. wieder raus, Bunzel? Hast du die Container hier versucht? Grob, ja. Ich habe nicht alle versucht. Ah, roter Schlüssel. Den hast du genommen, ne? Yep. Keine Gefahr zu sehen. Oh, hier liegt ein mechanisches Teil. Mechanisches Teil? Für was? Keine Ahnung. Bolzenschneider. Aha. Dann müssen wir jetzt zurück? Ah, guck mal. Nein, hier ist was zum Bauen. Benötigt 5 mechanische Teile, um den Wagenheber zusammenzubauen. Benötigt elektrische Leitungen an. Ein Anzünder, ein Gastank, wow. eine Kugel. Gastank haben wir schon. Benötigt 5 mechanisches Teil. Okay, okay, da also wir müssen mit bauen. Ja, an den Anfang wieder zurücklatschen, wo auch immer wir hinlaufen. Das Schiff war ja ziemlich groß. Haben wir jetzt einen blauen Schlüssel? Einen blauen? Ja, um dann in die nächste Tür zu kommen. Hier ist ein blauer Bock. Ne, hier ist nichts sonst, ne? Ich denke, das finden wir später. Also hier war sonst nichts mehr. Doch, da oben. Nur so. Ach nee, ach Quatsch, das sind die Sachen, wo wir gleich zurück müssen. Sorry. Also wir müssen jetzt, glaube ich, durch die blaue Tür, aber wir haben keinen blauen Schlüssel. Ach, Bolzenschneider, vielleicht ist in dem Spind ein blauer Schlüssel. Ja. Das war das Badezimmer, also jetzt kommt wieder dieses links, rechts, rechts. Ja, hier ist die Schlüssel mit dem blauen... Blauen Schlüssel, die wir Tür haben mit dem blauen Schlüssel. Wir haben den... Wir haben den Bolzenschneider, genau. Die Tür, das Gerät. Das ist auch wieder ein magischer Bolzenschneider. Wow, klack, plonk. Da ist der blaue Schlüssel und einer Kalle. Ich habe den blauen Schlüssel. Und ich habe den Hinweis. Ja, Gastank, mechanisches Teil, Aufnahmegerät und blauer Schlüssel. Mhm. Ist das eingeschaltet? Bastard. Es ist besser eingeschaltet. Ich habe das schon dreimal versucht. Okay, das lesen wir später. Da bin ich schon neugierig. Bist du links runtergelaufen? Wieder zum... Ja, ja, natürlich. Wir müssen immer auf sie warten. Das ist normal. Da kommt sie. Wie gut, dass du die helle Leuchte bist. Oh, die helle Leuchte hat sich verlaufen. Ihr seht, was ich meine.
Wenn ich mal blond wäre. Sagte der Gefärbte. Wo bist denn du jetzt? Hast die Ja, Lampe an der blauen ausgemacht? Tür. Also an der Tür mit dem blauen Schlüssel. Da, wo das Licht herkommt. Ich sehe kein Licht. Ganz Lauf ehrlich. Einfach den Gang hinterher, zum Anfang. Seht ihr, was ich meine? Läuft mir hinterher und verliert mich. Bist du in dem Gang? Ah, da ist es weiter, 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 weiter. Ja, um die Ecke und dann bist du da. Echt schlimm hier. So, hier, oh, Holzstufen. Wir sind hier im Privatbereich. Oh ja, jetzt mach ich auch mein Licht Billard, an. Billard, oh, ich will Billard spielen. Wird mir zu dunkel, echt. Ach so, Moment. Ich muss meine schöne Mütze absetzen. Mütze? Mütze. Geht doch. Komm schon, so. Wow. Ich bin der Barmann. Komm her. Ich schenke dir was aus. Ich spiele Billard. Okay. Eine Bottle. Eine Bottle. Warte, warte, warte. Prost. Das steht doch drauf, glaube ich. Good Drink steht da drauf. Also, cheers. Cheers.